Aber nach dem Ladebildschirm ist wieder alles in Ordnung, oder? Nein. 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 Oh. Dann darfst du dich nach dem Ladebildschirm einmal umbringen. Ach, ich darf sogar. Ich mach die Killcam an. Killcam. Ja, damit wir sehen, wie du läufst, während du dich umbringst. So. Hier unten rechts bringt sich jetzt Kura um. Jetzt wäre es ja nicht mehr. Jetzt wäre es ja nur noch zu Unterhaltungszwecken. Oh, ich erinnere mich an hier die Kammer. Ich nicht. Ich. Oh, ich erinnere mich auch an das. Jetzt erinnere ich mich auch. So, Das hier war und ziemlich hier doof muss ich von dir. jetzt zufällig machen. Nein, das war ziemlich doof, ja. Los, schick mir den Strahl wieder, bitte. Ja, wie denn? Das ist die Ja, Portale gesetzt. indem du hier und da machst. Ja. Ich wollte dich nur testen. So, und jetzt musst du Jetzt muss ich. immer. So muss ich machen, ne? Ja, so in der Art. Aber jetzt gerade noch nicht. Lass mich wieder hochgehen. Dankeschön. Oh mein Gott, da sind Stacheln, pass auf. Okay, zieh mich ran. Zieh mich Ah. ran. Wir müssen hier kommunizieren, Kuralein. Kommunizieren. Drück mich weg. Kommunizieren verstehe ich aber nicht als schreien. Oh mein Gott, oh mein Gott, ich kann gar nicht hingucken. Oh mein Gott, ich schon. Was soll das? Nein! Was hast du gemacht? Der Strahl wurde von diesem Ding unterbrochen. Ja, okay, lass mich hoch. Und Bist du? jetzt saug mich ein, saug mich ein! Wo bist du, Saug mich Jesus? ein! Und jetzt lass mich hoch. Hochlassen. Hochlassen! Na, ich bin zu schnell für dich. Und jetzt einsaugen. Wer war doch. Hier oben war noch ein Geschützturm, oder? Ja, da unten ist er. Ja, ich weiß aber gerade nicht mehr, wie ich den platt gemacht habe. Doch, weiß ich noch. Ah, pass auf, jetzt. Komm zu mir, Liebling. Komm du auch. Ja. Du willst sie doch jetzt nicht alle da durchziehen. Doch. Drück mich wieder weg. Was machen wir denn? Ist das richtig? Oh, das sieht gut aus. Ja, dann drücke ich euch wieder weg. Nein, lass uns so. Na schön. Du hast deine Aufgabe erfüllt. Kann ich das Ding nicht irgendwie hochwerfen? Mist. Oh. Dann nehme ich mir das Wichtigere. Ja, das kannst du gerne haben. Er hat denselben Körper wie ich. Wir sind bestimmt Blutsverwandte. Traumverwandte. Bei dummer Eingedampe. Ah, der Dümmere springt zuerst. Oh. Du willst mir jetzt nicht sagen, dass du. Doch. Der Würfel ist vernichtet. Dieses Mal gehe ich da rein. Okay. Okay. Kann man da wirklich nicht? Nee. Aber. Was machst du da? Ich aktiviere den Schalter. Pass auf, da oben wird jetzt gleich gefährlich. Oh, das war der falsche. Ups. Denk Gut, dran, den ich. roten ändern. Ja, okay. Welchen änderst du? Den gelben. Welchen? Den roten. Gelb. Kannst mir auch mitteilen, was ich wann machen soll. Das weiß ich doch nicht. Über dir! Oh. Und jetzt da. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist zu aufregend für mein altes Herz. Ah, das schaffen wir. Oh Gott, oh Gott. Saug mich ein.
Nein! Entspann dich doch mal! Sagt der, der vorhin rumgeschrien hat. Ja, jetzt ist doch die Spannung langsam raus. Nee. Über dir ist noch so ein Ding, ja. Bin ich doof? Naja, man weiß es manchmal nicht. Es ist ja noch so, als könnte ich jetzt hier rausfallen und den Würfel außersehen in die Stacheln werfen, ne? Oh Gott, der Würfel. Hör auf, komm durch! Ich war da festgeglitscht. Aha. Du hast aber jetzt Glitchverbot, haben wir uns da verstanden? Das weiß ich doch nicht, wie ich das gemacht habe. Sehe ich etwa aus wie Jesus? Manchmal. Bitte? Du hast mich vorher ausgenutzt. Oh, mein Geschütztürm. Dein Geschütztürm? Ja, Türm. Ich wollte das Türmchen sagen, aber dann dachte ich, der ist viel zu männlich. Halt, ich weiß wieder, wie es ging. Wir müssen den rechten der beiden nehmen. Nein. Wir müssen uns nach ganz oben fliegen lassen. Okay, komm mal hoch zu mir erstmal. Ja, wenn ich das jetzt noch könnte. Komm her, mein Türm. Ah ja, du musst nach ganz oben fliegen und dann ändert der andere das Ding. Was habe ich gerade gesagt? Weiß ich nicht mehr. Aber ich ändere mal hier gerade das Ding. Super, jetzt bin ich hier drüben. Ja, jetzt kannst du dich umbringen, um wiederzukommen. Oder da drüben warten. Hättest du mal da drüben gewartet? Warte, wo ist mein Türm? Nicht ohne mein Türm. Noch nicht. Warte. 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 Oh nein! Lass doch deinen räudigen Turm da weg. Nein. Er ist nicht räudig. Okay. Ja, gut, dass es für dich geklappt hat hier gerade. Ja. Vielleicht passt der Turm ja in den Dings. Komm, mein toter Freund. Ich mach Spaß aus deiner Leiche. Oh, es geht nicht. Er kann da hineinpassen. Ach, geh weg hier. Stell den Turm auf den Würfel drauf. Nein, ich bring den Turm bei... Zusammen werden die ein Megasort. Oh. Der fliegt an die Wand. Tja, das war's dann wohl mit der Freiheit. Ah, ich bin oben. Was machst du da? Ich stell den Turm da drauf. Ja, sieht man ja. Ich sollte professioneller Stapler werden. Genau. Ich nehme den Turm mit. Ja. Warte, er sieht aus wie ich. Ich muss ihn tragen. Nein, du wirst ihn vernichten. Jetzt ist er weg. Ehe wir weitermachen können, müsst ihr noch einen Test außerhalb des Standard-Testverlaufs abschließen. Bitte vermeidet dort draußen diese albernen Gesten. Was? Sie möchte unsere Gesten sehen? Wir müssen die da draußen alle machen. Okay. Da steht sie drauf. Ich finde es irgendwie witzig, wie dein Charakter immer so total cool läuft und meine mal so dü-dü-dü-dü-dü. Ja, ich bin ja auch viel entspannter und geschmeidiger. Ja, und ich bin eben so, ach, heute ist ein schöner Tag. Und ich bin so, ach, heute ist ein beschissener Tag. Wofür steht das E? Oh, hallo. Was machen die denn da? Willst du da rein? Und damit du auch sicher stirbst, mach ich dir den Ausgang zu. Was? Machst du mal ein bisschen den Ausgang weg? Warum? Bitte. Der schießt dann auf mich. Nein, ich halt ihn weg. Oh, du schießt hier nicht meinen Teamkameraden ab. Ha. Ah, leidet. Meine Brüder. Habe ich das auch mit meinen anderen Brüdern gemacht. Genauso deswegen, siehst du aus. Deswegen habe ich nur Schwestern.
bist gestorben. Was für ein Unfall. Nur hoffen, dass die Brennstoffzelle in 2 Millionen Jahren schmilzt und die Explosion das System wieder ans Netz bringt. Bist du auch gestorben? Nein. Oh, warum nimmst du den mit? Ich weiß es nicht. Das ist mein Bruder und nicht einer. Okay, dann rette ihn. Ah! Nein. Ha. Da unten musst du es übrigens hinmachen. Oh, da? Oh. Den gleichen Fehler hast du doch bestimmt gerade eben schon gemacht. Nein. Gerade eben bin ich in die Stacheln gesprungen. Okay, ist natürlich viel schlauer. Okay, ich muss rot wechseln. Diesmal kannst du mich dran erinnern. Okay, du musst rot wechseln. Ja, genau. Vielleicht kann ich hiermit auch lang fliegen. Nee, geht nicht. Schade. Oh, jetzt auf einmal geht es. Ja. Was? Ich dachte schon. Ich habe schon mal was gemacht hier, was wir gleich brauchen. Rot musst du übrigens wechseln. Orange sagtest du? Ja, genau das sagte ich. Oh mein Gott, schütze uns! Au. Okay, da wären wir schon mal. Ja, ich sehe euch. Und es ist mir egal. Oh. So eine fiese Kuh. Ja, echt, ey. Ach, nein, du willst das diesmal machen? Nein, ich möchte auch zu den Türmen. Aber wie kriege ich denn jetzt das Portal hier weg? Ja. Ich konnte einen mit mir nehmen. Ich möchte nicht diese komische Wand setzen, obwohl ich glaube, ich bin darin besser als du. Okay, doch. Mhm. Geh ich mal hier hin. Ja, ich auch. Jetzt habe ich aber vergessen, was wir noch machen müssen. Ich auch. Halt, nein, habe ich nicht. Du musst dort hinten das hinsetzen. Und jetzt mache ich so. Und sobald ich da rauskomme, benutze den Strahl. Ach ja. Ich erinnere mich. Bereit? Ja. Jesus, nein! Oh. Da hattest du schon Schiss, ne? Ja. So, und wie kam ich jetzt darüber? Indem ich so mache. Und dann... Dann mache ich so und du springst jetzt in den Strahl rein. In welchen Strahl? Der da hinten. Okay. 3, 2, 1. Ich bin schon drin. Ach so. Okay. Jetzt bin ich hier oben. Was bringt mir das? Oh. Ja, wir müssen hier wieder rein. Ah, okay. Woo! Yay! Ach nö. Wäre jetzt fast runtergefallen. Warum sind wir eigentlich auf den Bildern da als Menschen dargestellt? Das ist eine Beleidigung. Echt, ey. Au! Die schießen auf dich, Kura. Ja, das wusste ich nicht. Ach, hier gab's doch irgendwo. Wo ist das? Da. Gut, dann machst du eben das Portal. Warte auf mich. Ja, tue ich doch auch. Du machst das Portal, ich mach diese Schutzdinger. Nur weiß ich gerade nicht, wohin ich die machen muss. Aber das kriegen wir schon noch raus. Dahin hin. Jetzt musst du dahin einsetzen. Ja, ja. Ich muss mir gerade ein Bäuerchen unterdrücken und du hast mich dazu genötigt zu reden, während ich dies eigentlich unterdrücken wollte. Oh. Jetzt musst du das Portal da gleich mal wegmachen.
So? Ja, jetzt noch weiter weg, ja. Puh, ich dachte gerade, du wärst kaputt gegangen. Nein. Ich weiß nicht, wo eine... Wo ist denn die CD? Ich hab keine Ahnung. Na dann. Hat uns GLaDOS beschissen. Ach, da liegt sie ja in der Ecke. Wie kommt sie nur dahin? Was? Da ist sie! Sag mal her. Nein! Nicht die Sicherheits-CD! Nein! Sie ist ein UFO! Nein! Ich springe ihr hinterher. Nein, lieber nicht. Na gut. Sonst beende ich das Level alleine. Genau, spring ich mal. Obwohl, das machen wir ein andermal. Nein, meine. Oh. Okay, du darfst einsetzen. Jetzt will ich nicht mehr. Sehr schön. Die Nummer funktioniert immer. Die Nummer funktioniert immer. Das System hat wieder Strom. Ja. Ich kann Limbo tanzen. Was? Ich kann alles sehen. Oh. Wie halte ich denn meine Kanone? Dam da da dam 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 dam. Oh. Vielleicht hätte ich doch nicht so blöd rumlaufen sollen. Ja, vielleicht nicht. Wir haben Kammer 4 geschafft, schon wieder. Yay. Wollen wir sie nochmal machen? Nein. Oh. Als nächstes machen wir Kammer 5 und dann wieder blind, ohne sie vorher gemacht zu haben. Warum sagt man eigentlich blind? Wo kommt das her? Welchen Wortursprung hat das? Vielleicht, weil man blind nicht weiß, wo man hingeht und deswegen so das verbunden wurde. Da gab es aber schon viel bessere Assoziationen. Zum Beispiel? Ja, wir sollten jetzt ganz kurz erzählen, was GLaDOS gemacht hat, nachdem wir Kammer 4 gemacht haben und es jetzt nicht mehr sehen können, weil wir die Animation schon hatten. Wir haben in Kammer 4 GLaDOS ja wieder mit allen Systemen verbunden und daraufhin kam sie hier so, ja, ich habe eine Testkammer mit Menschen gefunden und ich habe euch ermöglicht, sie zu, retten. Und dann hat sie hier die Wand ins Labor gerammt. Einfach volle Wucht. Wobei es eigentlich ziemlich langsam war. Whitley ist der, der immer alles reinrammelt. GLaDOS ist da immer so ruhig, so, ja, ich schiebe die Wand jetzt zärtlich ein mit Gefühl, ja. Was denn? Der eine rammelt und der andere ist zärtlich. Das sind Whitley und GLaDOS. Das ist vollkommen themenbezogen. Ja, GLaDOS nicht. Das ist übrigens das falsche Ding. Um zur Testkammer 5 zu kommen, musst du so machen. Ja, ich weiß, aber ich springe hier gerne hin und her. So, und hier ist jetzt Testkammer 5. Man sieht schon, der Weg dahin ist anders. Und die machen wir im nächsten Teil, oder, Kura? Nee, im nächsten Teil machen wir nochmal Testkammer 4. Okay, im nächsten Teil. Hier sehen wir auch, hier ist noch nichts geschafft. Eventuell ist aber dann im nächsten Teil schon was gemacht, wenn die Aufnahmen wieder schief gehen sollten. Glaube ich aber nicht mehr dran. In dem Sinne, bis zum nächsten Teil. Kura, willst du das Abschlusswort haben? Nein. Okay, dann sag jetzt nicht das Abschlusswort, denn danach sage ich da noch was. Sag was, sag das Vorabschlusswort. Das Vorabschlusswort. Vorabschluss.